Guten Abend und herzlich willkommen aus Oberwiesenthal. Jetzt geht's auf Singen. Oder sollte man heute vielleicht lieber sagen, aus Weißflog City. Jens Weißflog sagt Goodbye und wir alle sind bei seiner Abschiedsfete dabei. Viel Prominenz aus Sport und Politik hat sich in diesen Stunden sehen lassen. Es ist ein Volksfest im wahrsten Sinne des Wortes. Die besten Skispringer der Welt sind hier. Man kann sie hautnah anfassen, erleben, Autogramme sammeln, aber das haben wir alles schon getan. Natürlich hat auch der Held des Tages bei uns seinen Auftritt. Hier sind die alten Skifahrer und hier ist Jens Weißflog. Ist tausend gute Schneeschuhe und nicht davon Rocky ist erste Winkel Schnee. Durch Land und Schneeschuhe und Frauen, denn so frisch und frei, wie man Arzgebirger seid, man halten aus den Sturmgebrauchs, aufs Wattert stürmt und schneit. Auf Unraumhü, du liegt da erste Schnee, du liegt da am längsten, doch drin gimme gar nicht fort. Frisch auf, alle Zeit, mach halt den Treu zu unserer Armee und singe lustig unser Lied. Und müssen wir fort, noch gern mal wieder, so wie der Vogel abwärts zieht. Schönen Dank, vielen Dank den alten Skifahrern. Jens, komm hoch auf die Bühne. Jens, das war ein toller Empfang, oder? Ja, ganz einfach, wie sich das ein Erzgebirgler vorstellt, so ist das heute abgelaufen. Was sagst du denn zu dem Tag heute? Ein Tag, auf den du lange hingearbeitet hast, mit vielen fleißigen Helfern. Ein Tag, der gelungen ist, oder? Ja, wir haben eigentlich schon vorher gesagt, dass das Ziel erreicht ist, indem wir die Weltspitze hier an den Start geholt haben. Aber ich glaube, dass so eine tolle Stimmung ist, das ist extra nochmal ein Beifall wert. Wir haben noch Gelegenheit, uns im Verlaufe des Abends zu unterhalten. Zunächst einmal zu einem Musikblock. Alle Skispringer sind ausgesprochene Musikfans. Jeder hat da so seine Lieblingsgruppe. Manche haben sogar Instrumente, die sie im Keller, wie der Jackson beispielsweise, aufbewahren, da ab und zu mal spielen. Eine Gruppe, für die der Jens Weißflog viel Sympathien empfindet, das ist die Gruppe Karat. Sie spielt uns einen Titel, der so gewissermaßen auch die Lebensmaxime, die sportliche Lebensmaxime des Jens Weißflog war, nämlich ganz oben und Karat. Frei wie ein Vogel, der den Himmel berührt, fliegen wir mit den Wolken bis ans Ende der Zeit, auf der Suche nach Träumen, wenn die Angst nach uns greift. Ich frag mich, was bleibt. Manchmal greift man nach Sternen, wenn das Glück uns verlässt. Oft verdrängt man die Fragen, weil es die Antwort nicht gibt. Was wird aus uns, wenn die Uhr nicht mehr schlägt? Ich frag mich, was bleibt. Einmal ganz oben stehen, am großen Rad drehen. Jede Stunde bist ein Diamant. Einmal hilflos allein, einmal im Sonnenschein. Bis am Ende. Jede Stunde bist ein Diamant. Behüte den Gut dein ganzes Leben lang. Einen Kuss weit entfernt hat die Liebe
Das war die Gruppe Karat. Herbert Reilich, der Leadsänger. Herbert, ich weiß, dass ihr den Weg von Jens Weißflog über Jahre hinweg verfolgt habt und ihm oft die Daumen gehalten habt. Ja, natürlich. Ich persönlich möchte dazu noch was sagen. Ich finde, dass ein ungeheurer Mut dazu gehört, da oben zu stehen. Also für mich wäre es eine Strafe, denn ich bin nicht schwindelfrei. Also für mich wäre es tödlich. Also ich finde, es gehört unheimlich viel Mut dazu, da auch noch runter zu fahren und dann zu springen. Wir freuen uns über den Jens und wir freuen uns natürlich über eure Musik. Wir hören uns nachher nochmal. Karat! Jens, wir setzen uns, um uns in Ruhe zu unterhalten über das, was heute war. Jens, so ein Abschied, der tut natürlich auch weh, oder? Also mir hat er nicht weh getan. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn die ganze Sache mal hier vorbei ist, denn die letzten Tage und Wochen waren unwahrscheinlich stressig. Aber andererseits ist es auch ein ganz tolles Gefühl, so verabschiedet zu werden. So ganz unvorbereitet bist du aber heute nicht in den Wettkampf gegangen, obwohl du monatelang keinen Ski angefasst hast. Ist das richtig? Also ganz unvorbereitet nicht. Ich habe diese Woche zweimal trainiert auf der Schanze, habe ein bisschen Fitnesstraining betrieben und das war es dann aber auch schon. Und dass es trotz fast ohne Training so gut geklappt hat, darüber freue ich mich besonders. Wir haben uns nachher noch mit dem Reinhard Hess unterhalten. Das ist ja eine ganz neue Wettkampfvorbereitung, wenn man praktisch so aus der Lameng-Schanzenrekord springt. Übrigens, bei uns in der Sportredaktion, da haben sehr, sehr viele Sportler angefragt, angerufen, könnt ihr uns helfen? Wir können bei der Abschiedsgala des Jens Weißflog nämlich nicht dabei sein, weil wir uns vorbereiten müssen auf die Olympischen Spiele in Atlanta. Dafür haben wir Verständnis, aber sie haben uns Grüße geschickt und da wollen wir uns mal die ersten anschauen. Jens, auf diesem Wege nochmal vielen Dank für deine tollen Leistungen. Ich fand es vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr großartig, wie du doch mal, wir sind ja alles alte Hasen und alte Herren für viele, du in deiner Sportart, ich in meiner. Und ich fand es toll, wie du dich mobilisiert hast, wie du die neue Art zu springen angenommen hast, unter diesen Bedingungen wieder Spitzenleistung entwickelt. Und es wird ein toller Skispringer weniger auf dem Tableau sein. Aber leider werden wir alle mal älter, den Sport und das Alter ist eine starke Verbindung. Ich hoffe, dass du in anderen Sphären denselben oder einen ähnlichen Weg finden wirst und machen wirst wie bisher. Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Dafür wünsche ich dir alles Gute, viel Glück weiterhin und wie gesagt nochmal vielen Dank. Ja, hallo Jens. Ich möchte auch recht herzlich gratulieren erstmal zu deiner einmaligen Karriere. Du warst als Sportler immer ein Überflieger, hast jetzt Abschied genommen, sicherlich auch zum richtigen Zeitpunkt. Und für dein neues Leben wünsche ich dir alles, alles Gute. Das heißt für das neue Leben, für das nach der sportlichen Karriere und hoffe, du wirst genauso ein Überflieger wie als Sportler. Henry Maske und Olaf Ludwig. Tolle Sache, Jens, oder? Also von so zwei erfahrenen und erfolgreichen Sportlern, denen die Abschiedsgrüße zu bekommen, ist eine ganz tolle Sache. Und natürlich hoffe ich, irgendwann mal für die zwei auch die Abschiedsgrüße sprechen zu können. Das Alter haben Sie ja fast, ne? Jens, wir wollen den heutigen Tag noch mal ein bisschen aufarbeiten. Wann bist du denn heute Morgen aus den Federn? Also ich glaube, Viertel acht, also Viertel nach sieben, denn draußen war schon unwahrscheinlich viel Verkehr auf der Straße und ich habe gedacht, also wenn so viel Verkehr auf dem Marktplatz ist, dann kommen auch viele Zuschauer und der erste Termin war ja schon Viertel nach acht geplant. Wir sind dann an die Schanze gefahren, wollten dort eine kleine Einstimmung machen, leider hat uns das der Wind verhindert, der hat den großen MDR-Ballon weggeblasen und somit hatte ich dann zum nächsten Auftritt halb zehn ein bisschen Pause gehabt. All jene, die heute keine Gelegenheit hatten, nach Oberwiesenthal zu kommen, denen darf ich sagen, dass sie wirklich was versäumt haben. Aber mein Kollege Lutz Wodnik, der hat die Höhepunkte des Tages zusammengefasst. Also es ging los mit einer Panne. 8 Uhr, Drehtermin mit Jens am Ballon. Alle waren da, doch dem Ballon ging es schlecht. Die Luft war raus.
Gegen 8:30 erste Blechlawinen. Die Polizei meldet alles unter Kontrolle, leichte Staus rund um Annaberg. 9:30 es wird die erste Flasche Sekt geknackt. Für Jens natürlich Grundsteinlegung für ein Tenniszentrum. Sie kriegen dann einen Hammer und machen einen Schlag. Und dann spreche ich zu jedem Schlag ein bestimmtes Wort. Also für die Bauleute und für die Bauherren und für die späteren Nutzer. Ja? Alles klar. Den Bauherren zur Freude und zur Ehre. Ab Dezember kann oder soll hier gespielt werden. Jens kann wieder einen Termin abhaken. Ja, ich habe halt einen Stundenplan und danach muss ich mich richten. Und darf mich halt zwischendrin nicht groß aufhalten. Aber sag mal, wenn ich dann an der Schanze bin, dann wird es sicherlich ruhiger. Und an der Schanze qualmen derweil die Roste und es werden Geschäfte gemacht. Am besten gehen zurzeit die Basecaps und die Bierkrüge. Auch die Video laufen ganz gut. Weißflugmanie in allen Farben und Formen, die Massen pilgern zur Fichtelbergschanze, ein letztes Mal für Jens, Fragezeichen. Glauben Sie wirklich, dass Jens das letzte Mal heute springt? Der könnte doch eigentlich weitermachen. Der springt weiter, aber nicht auf der Schanze. Naja, ich denke mal, der ist schon alt genug, denn seine Gelenke, die werden bestimmt schon etwas hinüber sein. Heute hielten die Gelenke Schanzenrekord im Probedurchgang. Gute Stimmung auch beim Orgchef Jens Ellinger. Der Weg nach oben. Dann der erste Durchgang. Die Thermik, die Massen, das Können, die scheinbare Leichtigkeit des Abschieds. Jens fliegt weit. 102 Meter Schanzenrekord. Weiter als die legendäre Findeisen-Winter-Bestleistung. Er führt. Das ist ja echt sensationell. Und was der Jens hier leistet, nach dem wenigen Training, das ist einfach toll. Der Fichtelberg tobte. Frau Weißflug hat eben schon neben mir gesagt, als er da 102 Meter sprang, hoffentlich rufen Sie jetzt nicht weiter, weiter. Dann das letzte Mal. Ja, ich werde ganz einfach versuchen, so gut es geht, springe ich jetzt und mache mir da gar keine großen Gedanken. 13.57 Uhr geht Jens Weißflug in die Spur. Der Stilist, der Floh, der Adler, wie man will, er segelt ein letztes Mal. 93 Meter, zweiter Platz. In diesen Momenten endet eine unglaubliche Karriere. Der letzte Flug am Fichtelberg, war es wirklich das letzte Mal? Auf alle Fälle, also man sagt ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ein toller Tag an der Schanze. Die komplette Weltelite verneigt sich vor Jens Weißflug. Der Sieger heute Janne Ahonen. Bewegende Momente für Freunde, Fans und Verwandte. Wir haben auch viele Bekannte, die sind alle da. Aus nah und fern, aus Bayern und aus Baden-Württemberg und überall her. Wann gibt es denn die Feier so mal alleine, mal ganz ruhig? Das wird vielleicht noch eine Weile dauern, bis sich das alles gelegt hat, bis sie alles wieder in Reihe und Glied haben, auch zu Hause. Jens geht. Und er hat sich diesen Abschied heute wahrlich verdient. Jens, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis du das alles verkraftet hast, verarbeitet hast, was heute hier so abgelaufen ist, oder? Ja, also ich hoffe, die Eindrücke, die bleiben recht lange in Erinnerung und das werden sie sicherlich auch. Und das mit den Feiern, ich glaube, die eigene Feier, die kann man am wenigsten genießen. Jeder will irgendwas, Autogramm und was auch immer. Und ich hoffe ganz einfach, dass ich heute auch mal ein bisschen zum Feiern komme und dass die Leute Einsehen haben. Das hoffen wir auch. Nun werden ja, das wissen Sie alle, meine Damen und Herren, Olympiasieger, Weltmeister, Vier-Schanzentourneesieger, nicht so von heute auf morgen gemacht. Der Weg bis oben hin zum Gipfel, der ist sehr dornenreich. Manch einer stolpert auch dahin. Aber es gibt viele, die ihm wieder auf die Beine helfen und die am Erfolg mitbasteln. Zwei, die großen Anteil am Erfolg des Jens Weißflug haben, die bitte ich jetzt auf die Bühne. Joachim Winterlich und Reinhard Hess. Männer, kommt her. Reinhard, nimm bitte Platz. Wo haben wir den Joachim Winterlich? Der braucht ein bisschen länger. Joachim, was hast du denn da in den Händen? Hat man früher schon mal schneller von ihm, oder?
Ja, ist jetzt auch schon über 50, aber er hat einen langen Weg hierher, ist aus der Schweiz gekommen. Und deshalb, über die Alpen ist es eben ein langer Weg. Achim, mach nichts kaputt auf diesem langen Weg. Aber jetzt guckt der Sprung, das hat er dir immer gezeigt, wie man vom Tisch gut wegkommt. Achim, setz dich. Nimm Platz, bitte. Achim, von allen hast du ihn vielleicht am längsten betreut, den Jens Weißflog. Wir saßen heute Morgen im Hotel und da hast du mir eine Geschichte erzählt, die fand ich so bemerkenswert, weil ich glaube, die wenigsten kennen sie. Vielleicht kannst du uns die noch mal ganz kurz erzählen, wie das denn war bei den DDR-Meisterschaften 1984. Nun, vielleicht noch mal vorab. Ich habe mit Jens ganz konkret 1981, 82 in meiner Trainingsgruppe ihn aufgenommen und in der Zeit natürlich über nunmehr 10 Jahre zusammengewirkt. Und wir hatten uns natürlich das Ziel gesetzt, bei seiner schon guten Entwicklung 84 möglichst bei Olympia in Sarajevo ganz vorn zu sein. Und 8 Tage vor diesem Ereignis war die Meisterschaft in Oberhof und der Jens war völlig außer Tritt, völlig außer Tritt. Es ging gar nichts mehr. Wir mussten nur improvisieren, auf ganz kleinen Chancen wieder, ich sag mal, das ABC des Skisprings erlernen, obwohl er vorher schon Weltcup-Springen gewonnen hatte. Es war wie eine absolute Stresssituation, die dort der Jens und auch ich zu durchstehen hatten. Und da musste ich mir natürlich immer wieder was einfallen lassen. Und da kam ich auf der Idee, den Jens zu dieser Meisterschaft gar nicht starten zu lassen. Und wir sind dort auf einer kleinen Schanze, haben uns dort noch ein paar Athleten mitgenommen aus unserer Trainingsgruppe und haben uns natürlich dort straff auf Olympia noch einmal in Schritt-für-Schritt-Training herangetastet. Und in dieser Zeit, an diesem Tag, war das Kuriosum, dass Ulf Windeisen, er war Schanzenrekordhalter bis heute, ist hier mit zu Gast, 101 Meter. Hat uns dort würdig vertreten und hat die Meisterschaft für Oberwiesenthal gewonnen. Und 8 Tage später war Jens Olympiasieger. So ist das im Leben. Jens, ich kann mir vorstellen, dass es da schwer immer wieder ist, aus so einem Tief rauszukommen, oder? Ja, in dem Moment war es also wirklich schwer, denn ich habe schon gesagt, ich möchte am liebsten gar nicht mehr mitfahren zu den Olympischen Spielen, aber der Trainer hat mich dann aufgebaut und innerhalb von 2-3 Tagen war dann auch die Form wieder da. Und somit konnte ich dann natürlich auch wieder relativ beruhigt fahren, wusste natürlich nicht genau, wo ich seit der 4-Schanzentournee stehe. Aber dann die ersten Trainingssprünge in Sarajevo gingen gut und dann eben auch der Olympiasieg. Das ging ja dann so weiter, 85 Weltmeister, 89 Weltmeister. Und da war der Reinhard Hess schon dein Trainer. Reinhard, war der Jens dein Musterschüler? Ja, man sollte zum Abschluss seiner Laufbahn nicht unbedingt Kritik finden. Aber man muss auch mal deutlich sagen, dass Jens ein Mensch ist wie jeder andere mit seinen Ecken und Enden. Er hatte auch Schwächen, insofern nicht immer Vorbild und Muster. Aber er war halt für mich ein Vorbild im professionellen Herangehen. Er war ein Vorbild in Richtung des Siegeswillens. Zu seinen besten Zeiten eigentlich ein 2. Platz für ihn, glaube ich, immer eine Niederlage. Und er war ein Vorbild auch in Kontinuität. Und in gewissem Sinne, muss ich sagen, ist er mir auch immer gut in Erinnerung geblieben mit seinem menschlichen Verhalten, mit seiner Basis, die er wieder gefunden hat. Er ist mit den Füßen auf dem Boden geblieben, war immer Heimat verbunden. Und das sind die Dinge, an die ich mich sehr gern zurückerinnere. Reinhard, nun wollen wir natürlich wissen, er war ein Ausnahmeathlet. Hat er bei dir auch eine Sonderstellung gehabt in der Mannschaft? Nein, die hatte er nicht. Das war eigentlich auch eine Absprache zwischen uns beiden, dass ich im Gegenteil von ihm das meiste verlange. Sicher muss man einen gestandenen Athleten auch etwas anders behandeln. Härtere Kritik hat er bei mir immer nur unter 4 Augen bekommen, nicht vor der Truppe. Aber er hat auch seine Kritik bekommen, wenn es nötig war. Ja, das gehört dazu. Übrigens, Jens, es sind wieder bei uns ein paar Grüße eingetroffen. Schauen wir mal zu.
Ja, Jens, also dann hoffe ich, dass du deine sportliche Laufbahn irgendwo ein bisschen beiseite legst dann halt und die großen Erfolge noch genießt. Aber auch in deinem geschäftlichen, beruflichen Leben viel Erfolg hast. Immer volles Haus und gut zahlende Gäste. Hallo Jens, wir haben uns zwar nie getroffen, aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute für dein Leben nach deiner sportlichen Laufbahn. Tschüss. Hallo Jens, als Mensch, körpergewichtsmäßig gesehen, wirst du zwar als Fliege bezeichnet, hast aber Leistungen im letzten Jahrzehnt vollbracht, die viel, viel mehr sind, als eine Fliege je tragen kann. Du warst der beherrschende Skispringer der letzten 10 Jahre oder noch länger zurück. Du hast fantastische Leistungen vollbracht und ich hoffe, dass du für das Leben in Anführungsstrichen danach viel von deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit hinübernehmen kannst, genauso ehrgeizig in deinem Leben danach sein wirst, dass du viele Erfahrungen, die du früher gesammelt hast, auch in Zukunft weiter nutzen kannst. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Leben ab jetzt genauso einen Erfolg hast, wie du den früher hattest. Alles Gute. Tschüss. Das war ja schon fast ein bisschen philosophisch, was der Dicke, der Michael Hübner, da gesagt hat. Aber ich denke, die Glückwünsche und die Grüße sind ehrlich gemeint, Jens. Und so nimmst du es auch, oder? Ja, auf alle Fälle. Und Franziska hat ja nicht ganz recht gehabt. Wir haben uns mal getroffen, und zwar bei der Ehrung der Sportler des Jahres, als die deutsche Mannschaft Sportler oder Mannschaftssportler des Jahres geworden ist. Und da war die erste Zusammenkunft. Ja, die hatte damals ihren Steffen Zesner im Kopf und hat sie heute noch. Da hat sie den Weißblock nicht angeguckt, oder? Leider. Wir kommen wieder auch ein bisschen auf das Sportliche zurück. Achim, im kommenden Winter gibt es eine Skiweltmeisterschaft. Steht ein Schweizer auf dem Treppchen? Ja, das wäre nicht schlecht. Auf alle Fälle, das Potenzial haben wir in der Schweiz. Wir haben eine sechsköpfige Mannschaft, die derzeitig sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet hat und ist hier zu Gast in Oberwiesenthal. Und ich möchte stellvertretend für meine Athleten mich recht, recht herzlich für den beim Ausrichter hier in Oberwiesenthal, speziell bei der Agentur Jens Ellinger, bei Nicola und Jens, bei der Stadt Oberwiesenthal, ihren Bürgermeister, recht herzlich bedanken für die Unterstützung, für den prima Aufenthalt. Und wir kommen schon in 14 Tagen zur Erzgebirgstournee wieder und bereiten uns natürlich auch mit diesem Wettkampf auf die Weltmeisterschaft vor. Sicherlich wird es schwierig sein, das haben wir heute gesehen. Es gibt eine Top-Konkurrenz, aber ich sage, das Potenzial in unserer Mannschaft steckt und ich werde alles daran setzen, dass das eventuell Wirklichkeit wird. Vielleicht kriegst du noch den einen oder anderen Tipp vom Jens. Denn der hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit. Reinhard, Skispringen in Deutschland im Jahr 1 nach Weißflog. Wie sieht das aus? Das sieht genauso aus. Start ist oben, Landung unten. Und der weiteste und der am schönsten springt, wird gewinnen. Aber Spaß beiseite. Sicher wird Jens eine Lücke reißen. Das muss man als Realist so bekennen. Aber ich glaube, dass in unserer Mannschaft trotzdem ein Potenzial steckt. Ein mannschaftliches Potenzial, wo auch mal der eine oder andere über seinen Schatten springt und auch zu einer entsprechenden Siegleistung in der Lage ist. Das wünsche ich mir, das hoffe ich. Wir werden entsprechend arbeiten. Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft und ich glaube, dass das auch wieder irgendwo zurückkommt. Gut, bevor ihr beiden von mir hier so einen schönen Europameisterschaftsfußball bekommt, habt ihr, glaube ich, was für Jens, oder? Ja, da werde ich mal das Wort nochmal ergreifen. Jens, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, im Namen aller Trainer, die dich in deiner sportlichen Laufbahn betreut haben, Trainergruß, so kann man das auch bezeichnen, auf einen kleinen Rembrandt gebracht. Ich hoffe, das hat das nötige Niveau dazu. Die Idee kam mir recht spät, aber trotzdem, alle Trainer haben schnell reagiert, haben wir ihr, ich sage mal, Gesichtsprofil geschickt und du musst dir die Sache mal anschauen. Ich denke, es ist ganz toll geworden. Komm, zeig doch mal, was das ist. Wir sind neugierig.
Halt's mal ein bisschen in die Kamera. Hier unten steht eine große Kamera. Dreh's mal ein bisschen ein, Jens. Schauen wir nochmal. Gut. Und Rainer, du kommst mit einem goldenen Lorbeerkranz. Ja, lieber Jens, nicht, dass du glaubst, ich möchte dich jetzt hier beerdigen, indem ich dir einen Kranz überreiche. Aber materielle Werte hast du genug. Du hast sie dir in ehrenvollen Aufgaben und Leistungen geschaffen. Es soll ein ideeller Wert sein. Viele große Häupter sind mit Lorbeer geehrt worden. Auch du hast diesen Kranz verdient. Jens, vielen Dank. Alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Joachim Winterlich, Achim Hopp. Und vielen Dank, Reinhard Hess. Viel Erfolg in eurer Arbeit. Meine Damen und Herren, wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie der Jens Weißflog, dann liest, hört und sieht man sehr viel Positives. Man liest aber auch manch Kritisches. Vieles gefällt einem, über vieles lacht man. Und manchmal wird man sogar durch den Kakao gezogen. So wie vor anderthalb Jahren von den Doofen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Zu Gast bei uns im Studio heute der erfolgreichste deutsche Skispringer aller Zeiten. Hier ist Jens Weißflog. Hallöchen. Wie sind Sie eigentlich zum Schneeflug gekommen, Herr Weißbrot? Ja, naja, also ich bin ja nur mit 3 Jahren schon aus dem 5. Stock im Winter in Schnee gekullert, ja. Und da habe ich schon gedacht, es war damals ja schon sehr weit, und gesagt, das ist dein Leben, Jens, und 72 bin ich dann das erste Mal von der Hochschule geflogen. Aber Sie sind, damals sind Sie ja noch im traditionellen Besenstil geflogen, heute bevorzugen Sie ja wie die meisten Ihrer Konkurrenten den sogenannten V-Stil. Richtig. Warum ist der V-Stil eigentlich so erfolgreich? Na ja, das hat man sich von der Natur abgeguckt, das ist ja das bekannte Vogel-V. Von dem bekannten Vogel V. Ja, ja. Ich verstehe nun nichts vom Skispringen, aber vor der Sendung hat mir ein Freund von mir, der schon mal im Skiurlaub war, erzählt, dass eine der Hauptfehlerquellen beim Skifahren eine defekte Bindung sei. Haben Sie da schon mal Erfahrung gemacht? Ja, nee, ich bin ja glücklich verheiratet. Und ich habe noch eine technische Frage. Wachsen Sie Ihre Skier eigentlich selber? Nee, nee, die kommen ausgewachsen aus der Fabrik. Die nächste größere Station in Ihrer Karriere, das sind ja die Winterspiele, die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Rechnen Sie da mit einem vorderen Rang? Naja, mein größter Konkurrent wird der Nachwuchsfinne Ficky Hyen sein. Vielen Dank, Herr Weißblech. Das war 2 Stühle, eine Meinung. Bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Ja, Jens, ich kann mir vorstellen, als du das gesehen hast, hast du rote Ohren bekommen. Vielleicht erzählst du uns mal die Geschichte. Ja, das war so, wir waren nach dem ZDF-Sportstudio ins Hotel gekommen und das Erste, wie es so oft ist, schalte den Fernseher an und dann schalte ich so durch und auf einmal sehe ich mich dort parodiert und am Anfang sind mir so die Gesichtszüge entglitten und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, aber mittlerweile kann man drüber lachen. Das zeigt, glaube ich, auch Größe. Jens, Jens, schau mal, der Kameramann da hinten, der hat sich auch halbtot gelacht. Kennst du den? Ja, es sieht aus wie der Andi Goldberger und der hat ja Erfahrung da drin. Andi, komm hoch hier, komm auf die Bühne. Andreas Goldberger. Hallo. Andreas, du hast in deiner jungen Sportlerlaufbahn schon viel erlebt, aber sowas glaube ich auch noch nicht, oder? Na, Gott sei Dank. Es war ein toller Tag. Deine Eindrücke vielleicht würden mich interessieren. Ja, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt, weil ich filmen müssen habe, aber ich habe das sehr komisch gefunden, muss ich ja sagen. Ich hoffe, dass ihr mich nicht so erwischt werdet.
Es war ja nicht das erste Mal, dass du durch eine Kamera geschaut hast. Sie müssen wissen, liebe Zuschauer, wir waren dabei, als Jens Weißflog am 17. März in Oslo seinen letzten Sprung gemacht hat. Und natürlich wollte er gut abschneiden. Er hat zwar immer gesagt, mein letzter Sprung, ich springe so gut, wie ich kann, aber er wollte weit vorn sein. So kennen wir den Weißflog, so ist er nun mal. Und wir haben einfach keine Gesichtszüge bekommen, wo die Mundwinkel mal ein bisschen nach oben gehen. Wir haben uns gedacht, wir geben den Andreas Goldberger mal die Kamera und der macht das für uns. Und schauen Sie sich mal an, was dabei rausgekommen ist. Grüß dich, Jens. Hallo. Ich habe nichts gesehen. Ja. Vorsicht. Ein schönes Porträt müsste man machen. Wir stellen das scharf. Scharf? Hast du nicht scharf? Nein. Doch, muss ja gehen. Ja. Ja? Ist scharf jetzt? Lächeln, Jens. Ist jetzt schön, oder? Sponsor gehört ins Bild. Sponsor. Wenn wir da noch einmal schauen. Ja. Andreas Goldberger, unser Kameramann. Andi, bist du eigentlich froh, dass jetzt ein Konkurrent weniger da ist? Ja, wie ich heute einen Wettkampf verfolgt habe, da müssten viele aufhören, dass ich vorn gewesen wäre. Also. An dem ist nicht gelegen, dass der Jens jetzt aufhört. Es ist eigentlich schade, dass er aufhört. Weil es war immer lustig, weil. Es war immer am Schluss, im Finale oder im ersten Durchgang. Wir sind eigentlich ziemlich die einzigen deutschsprachigen Gewinn, die was da noch hinten gesprungen ist. Etwa waren eigentlich wir die einzigen zwei, die was sie ein bisschen unterhalten können haben. Ihr hättet ja auch Finnisch lernen können, oder? Ja, aber da weiß man doch lieber, dass die einspringen. So, wir haben ein kleines Spielchen vor. Wir wollen nämlich Golf spielen. Jens, deine zweite sportliche Karriere liegt ja im Golf. Andreas, bei dir weiß ich, dass du in 1000 sportlichen Sätteln sitzt, also auch Golf spielen kannst. Aber bevor wir zum Golfschläger greifen, haben wir einen Tipp von einem ganz prominenten Mann und natürlich für dich auch noch einen Gruß. Grüß Gott, auch von mir herzliche Grüße nach Oberwiesenthal. Jens, in deinem früheren Leben hast du immer den richtigen Absprung gefunden beim Skispringen. Ich hoffe, das gelingt dir sicherlich auch in deinem neuen Lebensabschnitt. Und ich wünsche dir alles Gute dafür. Ich möchte dir noch einen Tipp geben beim Golfen. Golf ist nicht schwierig. Du musst nur den kürzesten Weg zum Loch finden. Viel Spaß. Alles klar. Nur den kürzesten Weg zum Loch finden. Da wollen wir mal sehen. Beim Jens, der hat es oft genug gesagt. Jens hat das Handicap, dass er kein Handicap hat. Jens? Ich habe jetzt noch ein weiteres Handicap, denn ich bin eigentlich Linkshänder und das ist ein Rechter. Ah, das sind schon die Feinheiten. Andreas, hast du ein Handicap? Zwei Schläger am Ball. Also, Jens Weißflog legt vor. Einpatte nennt sich das Ganze. Drei Versuche hast du, liegen sechs Bälle da, jawohl, drei Versuche. Also der erste ging daneben, ich nehme an, das verfolgen Sie gut. Bisschen zu weit nach rechts abgedriftet und vielleicht ein bisschen zu scharf, Jens. Ich habe keine Ahnung vom Golfen, aber die Tipps sind, glaube ich, Gold wert. Ah, das war zu weit links. Also, Andi, jetzt du, komm Junge, zeig, dass ein Österreicher gut golfen kann. Die Nummer ist gut, Jens. Ja, das scheint auf der Bahn ziemlich schwer zu sein. Oder er ist ein solcher Sportler, dass er dich hier nicht hängen lassen will. Die Bahn hängt. Der kommt gut. Der kommt gut. Ja. Also, auch eine Nullnummer. Andreas, komm, wir drehen uns ein bisschen ein. Der Jens wird nicht mehr Konkurrent sein auf der Schanze, aber er wird als Co-Kommentator den Goldberger ein bisschen kritisieren, vielleicht. Aber ich bin sicher, bei Andreas Goldberger wird er sagen, nach der Konkurrenz, wie so oft,
Andreas Goldberger war heute der Beste. Danke, Andreas. Auch du bekommst noch einen Fußball. Wo ist er? Wo haben wir den Fußball? Wo haben wir den Fußball für den Andreas Goldberger? Ja, da kommt er, dauert lange. Wir brauchen nur einen, mit zweien kann er schlecht spielen. Andi, dein Ball. Viel Erfolg, Andreas Goldberger. Danke dir. Jens hat uns viele große Momente beschert. Er hat viel dafür getan, hat viel dafür gearbeitet. Aber ich glaube, er hält es mit der Gruppe Karat. Ich liebe jede Stunde. Manche Leute lieben nur die Nacht, weil sie verdeckt das Dunkel lacht. Ich liebe jede Stunde. Andere bieten nur zum Sonnenschein und glauben dann, im Glück zu sein. Doch ich mag jede Stunde. Jeder Tag zeigt mir sein Gesicht. Es ist mir gleich, wie es zu mir spricht. Danke, Karat.
Danke, vielen Dank. Jens, ich glaube, es soll auch so bleiben. Ich liebe jede Stunde des Jens Weißflug in Zukunft. Ja, das hoffe ich, dass es so ist, dass man jede Stunde gut erleben kann. Und ich danke ganz einfach nochmal allen, die mich auf dem langen Weg begleitet haben, Fans, Trainer, Familie und allen. Und all jenen, die die 2 Tage hier möglich gemacht haben. Das war ein schönes Schlusswort. Verbeugung vor einem großen Athleten. Goodbye, Jens. Tschüss, Jens Weißflug. Vielen Dank, Jens.